Hallo ich meine lieben Freunde und willkommen zurück zu Dishonored 2 mit mir, dem Mushroom, hier bei uns auf dem Pixelhelden-Kanal. Und wir befinden uns immer noch hier beim Schwarzhändler und möchten uns nun gleich auf den Weg machen, meine Galerie wieder eröffnen zu können, um das Orakulum anzuschauen. Das haben wir ja in der letzten Folge gesagt, dass wir das machen werden, und danach gucken wir uns mal Ashwoods Büro an. Aber vorerst möchte ich euch noch was erzählen oder sagen, und zwar habe ich das Ganze hier bereits aufgenommen, also bereits gespielt. Nur leider, war die Aufnahme im Arsch. Irgendwie hat irgendwas gesponnen an meinem Computer und die Aufnahme war nicht zu gebrauchen. Es war alles, versetzt. Ich konnte das nicht mehr synchronisieren mit dem, was ich rede. Oh, guck mal, was da. Seht ihr das? Cool. Und bevor wir losgehen, nehmen wir erstmal die konfigurierbare Auskehlung mit. Und quatschen ganz kurz mit ihm. Wir haben hier zwei neue Verbesserungen gefunden. Das sind zwei Baupläne. Und zwar Durchschlagen der Spott. Bolzen können mehrere Gegner durchschlagen. Verbessert Schaden. Und wir haben Fernbeziehung. Bei Verwenden des Fernglases kannst du mit der Armbrust auch bei mehreren Schüssen nacheinander perfekt zielen. Verbessert Schaden. Jo. Ich würde sagen, wir machen das auch mal ganz schnell. Pläne für bessere Waffen. Warte mal, erstmal machen wir das hier. Hauen wir da alles rein, dass wir das benutzen können. Klatsch. So, und jetzt machen wir die Fernbeziehung, würde ich sagen. Auch wenn wir das selten benutzt haben. Brandbolzen machen wir, schalten uns auch noch frei. Dass wir das haben. Wir haben jetzt auch bald kein Geld mehr. Noch 400. Dann machen wir noch das hier. Für verbesserte Linsenoptik, dass wir besser ranzoomen können. Das machen wir eh nie. Das machen wir auch nie. Dafür fehlt mir das Geld. Okay. Der Bezirk ist so ruhig, seit das Konservatorium geschlossen wurde. So, jetzt können wir auch Brandbolzen kaufen. Machen wir gleich mal. Zack, 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 zack. Davon habe ich noch genug. Okay, alles klar. Okay. Lieber Schwarzmarkthändler, deinen Partner haben wir ja in der letzten Folge gefunden. Und ich weiß nicht, wie wir da hingelangen. Seht ihr das? Kurz mal hier das Ding aktivieren. Es ist mir ein Vergnügen, eine so. Wir können es abschießen. Ich weiß, dass wir es abschießen können. Das habe ich nämlich. Es ist irgendetwas runtergeflogen. Aber wie ich da hinkomme, ich habe keine Ahnung. Keine Ahnung, wie ich da hinkommen soll. Weil von unten, ich kann es euch mal ganz kurz zeigen, bevor wir da. Hier ist es zu. Wir wollen dich hier nicht. Ich gebe immer zu, wenn ich Angst habe. Ärger sind. Das sage ich dir genau. Hier komme ich nicht weiter. Kabelwerkzeug kann ich nicht mitnehmen. Na, ihr wisst, was ich meine, und von unten geht es nämlich auch nicht weiter. Hier ist auch alles zu. Man kann hier nicht durchschwimmen. Okay, aber ich würde sagen, wir gehen jetzt. Wir gehen jetzt Richtung Konservatorium. Da ist einer. Ja, okay, also, wir nehmen jetzt auch diesmal einen anderen Weg zum Konservatorium, und zwar gehen wir hier unten lang. Okay. So schmusig wie ne Distel. Doch die Dame von Tevia. Scheiße, der Idiot ist zu weit weg. Komm schnell. Schnell, 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 bevor der Kerl sich umdreht. Wieso ist der nicht umgefallen? So, aber jetzt. So, also, die drei sind umgefallen. Hier haben wir noch eine Karte von den Syria Gärten. Und hier ist aber noch einer. Da drin, guck mal. Zack. Ganz schnell. Ganz effektiv. Klatsch, gute Nacht. Torschlüssel zum Hof. Truppenbefehle.
Das Gebiet um das kaiserliche Konservatorium ist weiterhin abgeriegelt. Während der Ausgangssperre sind die Straßen freizuhalten und an den Seiten zu sichern. Die Lichtwand unterliegt der Verantwortung der ganzen Truppe. Bewachen Sie die Windmühlen, die das verdammte Ding antreiben, rund um die Uhr. Kontaktieren Sie im Zweifelsfall unverzüglich den technischen Offizier. Dritter Leutnant Benjamin Chu. Ja, nur leider habe ich das alles schon ausgemacht. Ich habe alles schon erledigt. So, ich bin hier entlang gegangen. Ja, genau. Und dann da hoch. Das machen wir jetzt auch gleich mal. Ich gehe jetzt einfach den gleichen Weg, den ich das letzte Mal gegangen bin. Und da bin ich darüber. Zack. Jetzt sind wir wieder in der Bude. Okay, wir sind hier. Alles klar. Aber ich bin hier entlang gelaufen, glaube ich. Ja. Hier entlang. Ah, genau. Dann sind wir hier in dieser Hütte. Da waren wir das letzte Mal nicht drin. Eine verfaulte Feige. Nee, will ich nicht essen. Schmeckt widerlich. Was haben wir hier noch so? Ja, schade, Freunde, dass die Aufnahme nicht funktioniert hat. Aber gut. Ich dachte mir, jetzt nehme ich das lieber nochmal auf, bevor ich euch da irgendwelche Schnipsel da zusammenschneide. Die nicht so geil sind. Mache ich es lieber so. Ich hoffe, es läuft alles heute. Ohne Probleme. Du verdammter Drecksturm. Den machen wir erstmal ganz schnell aus. Hört ihr das? Habt ihr das gerade gehört? Dieses... So, und ich bin... Okay. Hoffentlich nichts Schlimmes. Vielleicht falscher Alarm. Oh, boah, da steht echt. Wie machen wir das? Pass auf, wir machen uns da zu einem Schatten. Dann können wir ihn erwischen. Komm, wir können ihn bestehlen. Das stimmt was nicht. Zack! Was stimmt nicht? Gute Nacht. Schlaf schön. Und wieder zurück. Ich finde eine der geilsten Fähigkeiten, die man hier hat. So, jetzt laufen wir nämlich hier unten durch. Hallo. Nein, ich habe eine verfaulte Birne gegessen. Das wollte ich nicht. Wenn ich Ratten töte, dann regeneriert sich mein Mana? Nein, doch nicht. Warte mal. Wir haben hier Kräfte, Knochen, Artefakte. Oh. Beim Töten von Blutfliegen oder Ratten erhältst du Mana. Habe ich doch gerade gemacht. Ah doch. Funktioniert. Guck mal. Wenn sie so aus der Leiche schlüpfen oder aus dem lebendigen Körper, das ist halt mega widerlich. So, okay, Freunde, wir sind Oh Gott. So ein Scheißhund! So. Oh. Da. Hier wollte ich gleich hin. Ich wollte erstmal hier oben lang gehen. Da kommen wir gleich hin, Freunde. Erstmal hier entlang schleichen. Sackgasse. So. Kurz abspeichern. Guck mal, seht ihr das? Dieser Scheißschädel. Das sind diese Kackhunde. Seht mein Cursor fast gar nicht. So. Wir sehen. Guck mal, da oben ist eine Hexe. Seht ihr das? Aber da brauchen wir jetzt erstmal nicht lang zu gehen. Weil die interessieren uns jetzt erstmal überhaupt nicht. Wir gehen jetzt erstmal woanders lang. Und zwar haben wir hier ein Knochenartefakt, das wir uns holen können. Zack, reicher Geist haben wir bekommen.
Was haben wir hier? Hier haben wir das kaiserliche Konservatorium, die Karte davon. Oh, was ist das denn? Archivschlüssel. Zack, mitgenommen. Schließung des Konservatoriums verlängert. Ein Mitarbeiter des kaiserlichen Konservatoriums bestätigte heute, dass dessen Schließung abermals verlängert wurde und auf bestimmte Zeit andauern wird. Leiterin Brianna Ashworth war für eine Stellungnahme nicht zu erreichen. Unsere Leser werden sich daran erinnern, dass ein Milbenbefall der Rossboro-Ausstellung zur Schließung vor fast 6 Monaten geführt hatte. Wobei laut Gerüchten seither kein Schädlingsbekämpfung ist, was erfolgt ist, okay. Rossboro-Ausstellung war als von der Akademie für Naturphilosophie finanzierte, prestigeträchtige Veranstaltung gedacht, die zahlreiche Experten und Gastdozenten von allen Inseln anziehen sollte. Diese wichtige Ausstellung wurde nun bis auf Weiteres auf Eis gelegt. Interessierten Besuchern bleibt nur noch weitere Ankündigungen abzuwarten. Okay. Also da, wo wir hingehen wollen, das Ding ist zu. Zack. Ich weiß, dass hier niemand mehr rumläuft, bis auf 2 Hexen im Nebenraum. Die Tür machen wir zu. Das Schwert parken wir weg. Hier ein paar Wahlknochen, die wir mitnehmen können. Eine verdammte Blutfliege. Da hinten ist unsere Rune, die wir brauchen. Armbrustbolzen. Oh, du armer Kerl, Alter. Was bist du für einer? Ist mir schon ein bisschen leid. Einbrustauftrag, okay. Klippe außerhalb des Bürofensters benutzen, um über den Zaun zu kommen, herunterfallen lassen und Keller durch Lieferanteneingang betreten. Die Sonderausstellung ist im 1. Stock durch Sicherheitsraum betreten. Rossboro-Prototyp nehmen, nie vergessen, Alarm zu deaktivieren. Leicht verdientes Geld. Ja, das haben wir bereits gemacht, nur leider haben wir den Alarm ausgelöst. Ein bisschen, ja. Ein super Meistertipp, würde ich sagen. Okay, ist hier noch irgendwie etwas, was uns interessieren könnte? Bis auf den toten Fisch hier. Glaub, mehr war hier nicht. Okay, komm. Tut's mir voll leid. Wurde von den Hunden gefressen. Oder von den Hexen getötet. So, wir können hier drauf. Und hier sind Hexen. So, was wir jetzt machen? Wir verketten die zwei. Und machen einfach den hier. Und schon ist es erledigt. Da sind noch verdammte Viecher. Was zum Teufel? So. Okay. Blutfliegen. Kein Problem mehr. Ah, da sind noch welche. Hier ist noch ein scheiß Nest. Schnauze, ihr dummen Kackfliegen, Mann. Bis zum Teufel. Auch noch. So, so, so. It's at, ut's at. Klatsch. Einmal kurz das nehmen, einmal kurz das nehmen. Wo war die Rune? Ah, die war da drin. Okay. Warte mal, wir haben doch einen Schlüssel. Yes! Der Schlüssel zum Archiv ist im Büro des Quartiermeisters. Okay, da waren wir drin. Okay, das haben wir ja schon. Dann machen wir das und holen uns die Rune. Und lassen den Audiografen abspielen. Verrät mir vielleicht, warum Delilah nicht getötet werden kann. Ging ihre Magie verloren und der Zirkel zerbrach. Ich begann ein neues Leben in Karnaka. Dann hörte ich ihr Flüstern aus dem Nichts, das mich zum Herzog führte, der es auch vernahm. Gemeinsam wollten wir Delilah zurückholen und veränderten das Reich von Aramis Dilton. Vor 3 Jahren. Auf den Inseln spürten alle, die bei ihr und in Brickmore gewesen waren, die Rückkehr der Magie. Neue kamen hinzu. Neue Gesichter, neues Blut. Jetzt ist Delilah unsterblich. Für immer. Ihr gehört Dunwall. Und wir verderben den Orden des Orakels.
Die Aufseher erhalten Rat von ihren prophetischen Schwestern. Und bald werden wir ihre Träume und Visionen beeinflussen. Okay. Jetzt wissen wir, wie es hier abgegangen ist. Wie kommen wir hier wieder raus? So. Wunderbar. Die Layla, sie war tot. Also man kennt die Layla eigentlich schon vorher. Im ersten Teil bei den DLCs hat man die Layla getroffen. Also die Hexen von Brickmore und Was war das andere? Das Knife of Dunwall oder so? Keine Ahnung, weiß ich gerade nicht mehr. Da hat man die Layla zum ersten Mal getroffen. Und da wurde sie auch getötet von Doubt, den Mörder von Emilys Mutter. Das ist ein riesen scheiß Vieh hier, bitte. Guck mal. Was bist du denn? Hier das Bild. So, noch den Blutstein mitnehmen. Mit dir geht's gut, Scheißhexe. Und du? Die Reise nach Pandysien. Jeder liest dieses verdammte Buch hier in diesem Spiel. Ist auch noch ein Blutstein, nehme ich gerne mit. So. Okay, was haben sie... Wieso liegst du in so einem scheiß Behälter, Mann? Okay, das kennen wir ja, hier die Karte. Wir versuchen jetzt noch hier die restlichen Artefakte und Runen einzusammeln. Das sind so wieder dieses scheiß zwei Köpfe. Ich weiß, wenn ich die... Wenn ich zu nahe komme, werden sie zu Hunden, Mann. Denke ich. Das denke ich halt, das denke ich. So, guck mal, das eine ist da oben. Oh Gott, guck. Das hab ich gemeint. Und da ist eine Hexe runter. Wie willst du sterben? Oh Gott. Da kommen sie. Komm zurück. Oh. Komm her, du! Alter, das sieht so komisch aus. Komm! Nein! Ey, was ist das für ein geiler Trick? Oh Mann, Du bist so dumm. Die hat die Flasche hier erwischt. Ja, okay, dafür kann ich nichts. Ich hab sie nicht geschlagen. Laufen diese scheiß Hunde hier rum. Gegen die wirken keine verdammten Pfeile, vielleicht ein Brandpfeil. Guck mal hier, weil ich einfach so hingehe. Zack! Schnell weg hier! Ich wurde gehört! Was? Kurz Energie. Kurz abspeichern. So. Hallo? Hallo? Wo seid ihr? Da will einer hinlaufen. Komm mal unter den Tisch. Da war ganz sicher was. Ganz bestimmt. Da kommt einer runter. Aber hier, diesen Scheiß. Oh oh. Zack. Gute Nacht. Wer ist das? Niemand. Niemand ist da. Scheiße, mir tut's ein bisschen leid wegen der, dass sie tot ist. Das wollte ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Ich bin sicher, da stimmt was nicht. Da ist sie. Kommen noch mehr runter, oder wie? Ach, weil sie guckt unter den Tisch. Und jetzt?
Jedes Mal, wenn ich mich umdrehe, gibt es neuen Ärger. Irgendwas ist los. Oh Mann. Ist das nicht immer so? Ich halte besser die Augen offen. Ich würde sie gern. Ich. Die geht wieder hoch. Pass auf, die schnappen wir uns jetzt einfach. Zack. Nice. Spiel ist einfach wieder abgeschmiert. So finde ich es sehr gut. So, Freunde, da sind wir wieder zurück. Sieh, die zwei laufen immer noch hier rum. Müssen wir es erstmal gleich erledigen. Wohl doch nichts. Ich hoffe schwer, da war nichts. Das machen wir erstmal so. Ah, scheiß Hund. Wieso habt ihr das nicht gehört? So. Erstmal diesen scheiß Kopf kaputt machen. So, okay. Dumm gelaufen, würde ich sagen. Ich hab's gesehen, dass der scheiß Hund da ist, aber. Was ist hier los? Was ist hier los? Gute Nacht, ihr zwei. So. Kommt da noch eine? Ah ja, da kommt echt noch eine. Okay, alles klar. Okay. Kurz abspeichern. Was? Dem nicht sei Dank. Sie lebt. Sie lebt. Ah, da hinten ist sie. Machen wir es erstmal so. Komm mal her. Gute Nacht. So. Okay. Gut. Erstmal wieder abspeichern. Die Leiche da unten haben wir immer noch rumliegen, gell? Ja, scheiße. Hätte ich vorher abspeichern sollen. Egal. Okay. So. Wir lassen uns davon jetzt nicht irgendwie runterkriegen, dass das Spiel jetzt wieder abgestürzt ist. Das macht jetzt absolut nichts. Wir durchsuchen erstmal weiterhin das Konservatorium. Nach irgendwelchen schönen Sachen, die wir benutzen können. Was ist das denn? Schublade? Öffnen? Nichts drin. Okay. Haben wir hier vielleicht sonst irgendwie was? Wasserhahn benutzen können wir. Ja, sehr gut. Fließendes Wasser. Kabelwerkzeug. Und da haben wir einen Bauplan. Hüllenauslöser. Zack, mitgenommen. Buy two oil cans, get one free. Cool. Diese verfluchten Mechanismen ziehen uns nicht ins Nichts. Ist da jemand? Na geil, guck mal, wie viele mir hinterher rennen jetzt. Lauf erstmal hier entlang. Was? Ich stopfe mein Kind. So. Sehr gut. Okay, hat auch funktioniert. Wieso hat sie so geschwankt? Wurde sie abgeschossen von der anderen? Okay, das war jetzt nicht so wie geplant, aber... Mein Gott. Zack. Gehen wir wieder hier rein. Die hätte mich nicht sehen sollen. Das war Fail. Boah, das sind Narkominen. Die sollte ich auch öfters benutzen noch. Mal hier. Zack. 10 Münzen mitgenommen. Oh, da hängt einer. Ah, da oben. Guck mal. Sitzen auch noch mal welche. Ich bewege mich lieber so. Hier haben die zwei gechillt. Sind gefaulenzt, haben die zwei. Oh, was? Kann das hier öffnen? Öffne das bitte. Ist nichts drin, okay. Was ist mit dir hier los, Frau? Oh, Mann, Alter. Wieso? Wieso machen die sowas? Scheiß verdammten Hexen. Was ist das hier für ein Gang? Ah, oh Mann, Alter, es sind überall irgendwelche toten Typen.
Die Armen. Diese verdammten Hexen. Ich hasse die Hexen. Ich hasse euch. So. Ich weiß, dass hier nichts ist. Also, dass hier niemand ist. Das ist ein geiler Vorführraum, aber. Okay. Ja, speichern. Hallo, Ratten. So, wo ist hier mein Herz? Ich muss da hoch. Das machen wir, indem wir hier drauf gehen, die Luke öffnen. Und wieder hier. Zack. Da hoch will ich. Müssen wir noch ein bisschen weiter hoch? Zack. Und hier hoch. So, und da haben wir ein schwarzes Knochenartefakt. Blutsaugender Zwilling. Zack, 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 zack. Alles essen, alles mitnehmen. Fluch aus der Ferne, verfasst und untersucht von Tabitha Alba. Die große Seuche, der wandernde Tod, der Fluch aus der Ferne, das sind alles Namen für die Krankheit, die zehntausende Menschenleben gefordert hat, als sie sich in Crystal rasant von Haus zu Haus, von Stadt zu Stadt ausbreitete und weder reich noch arm verschonte. Die Hauptstadt Dunwall litt am stärksten, da dort sowohl viele Menschen auch als Ratten leben. Viele fürchteten, dass sich die Seuche auch nach Serkonus ausbreiten würde, aber zusätzlich zur damals errichteten Seeblockade haben mehrere Faktoren dafür gesorgt, dass die Seuche unser Ufer nicht erreicht hat. Erstens wurde in Serkonus die Population an verseuchten Ratten von den Blutfliegen in Schach gehalten. Als natürliche Feinde fressen Ratten Blutfliegenlarven und ausgewachsene Blutfliegen legen ihre Eier in Ratten. Zweitens stimmt es, dass Serkonier gesünder sind als die meisten anderen. Durch gutes Essen, Ertüchtigung am Morgen und starke Arbeitsmoral sind wir Krankheiten gegenüber immun, die weniger fitte Menschen treffen. Und zu guter Letzt wurde in Serkonus während der Krise in Dunwall Minenstaub gefunden, der eine große Rolle spielte. Es stimmt, dass die Seuche von Ratten verbreitet wurde, doch einige Naturphilosophen sind nun der Ansicht, dass dabei auch der Wind eine Rolle spielte. Deshalb sind wir dankbar, dass uns die Bergwerke nicht nur Reichtum durch das Silber schenken, sondern auch vor der größten Seuche seit Menschengedenken beschützt haben. Ja. Diese verdammten Ratten. So, okay. Wir gehen weiter. Und sind jetzt hier oben. Da ist hinten noch ein Knochenartefakt, das wir noch nicht haben. Der Höhe. Was zum Teufel? Verdammter Dreckshund ist dort. Guck mal, da sitzen auch nochmal zwei. Wie viele Betäubungspfeile habe ich noch? Zwei, okay. Ich nehme mal kurz Verkettung. Die andere kann ich nicht erwischen, oder? Oh, doch! Zack! Ich hoffe, die ist jetzt nicht tot. So. Ich glaube, ich habe sogar jetzt fast alle Hexen ausgeschalten. So. Was haben wir denn hier? Wow. Springt die oder fliegt sie? Schwer zu beurteilen. Da ist die eine und da unten liegt die andere. Sag mal, kann ich meinen Bolzen wieder mitnehmen? Ich sehe ihn doch. Nee, kann ich nicht. Cool. So, okay. Hallo? Ah, da hinten sind noch Blutfliegen. Okay. Rivera Feigenwein. Ist leider nicht brennbar. Sonst würde ich den gerade mitnehmen und auf die scheiß Fliegen werfen. Zack, abspeichern. Okay.